Die WSG Swarovski Tirol hat am Wochenende 3 wichtige Punkte gemacht gegen den WRC und beißt sich so richtig in der Meistergruppe fest. Einiges zu analysieren für unseren Sky-Experten Alfred Tata. Hallo. Servus. Gehören die in die Meistergruppe? Alle 12 gehören in die Meistergruppe, aber von den aktuellen Leistungen und was noch drinnen ist, wie schätzt du das ein? Ja, ich denke, dass die WSG in der Herbstsaison die Überraschung darstellt. Wenn man bedenkt, unter welchen Voraussetzungen das Team in diese Saison gestartet ist. Weil man wusste ja lange Zeit überhaupt nicht, ob man jetzt in der Bundesliga spielt oder in der zweiten Liga. Daher, das, was geschehen ist in dieser kurzen Phase, wo man dann wusste, wo man ist, nämlich ein Team aufzustellen, das konkurrenzfähig ist, das war schon eine heroische Leistung von den Verantwortlichen. Und man sieht, man hat aus der Not eine Tugend gemacht, hat junge Spieler geholt, hat die richtig hingestellt und das wirklich funktioniert. Und man hat gegen den WRC gewonnen, das kann man auch nicht unbedingt erwarten. Hat man da einfach die Gunst der Stunde genutzt? Die hatten ein Highlightspiel in Moskau, der WRC. Die Anreise war nicht ganz friktionsfrei. Man hat in München landen müssen, ist dann mit dem Bus nach Innsbruck weiter, war man da einfach geschickt, voll da. Ja, also das ist natürlich ein Vorteil, weil wenn der Gegner eine schwierige Anreise hat, ein schwieriges Spiel hinter sich hatte, dann der Platz sehr tief ist, am Tivoli, es hat geregnet, es war kräfteraubend, das hat man ja auch dann am Schluss gesehen, als das Spiel aus war, als die WRC-Spieler so dargestellt sind, die waren einfach leer. Also es hat sicherlich auch mitgeholfen, dass der WRC müde war, aber da würden wir der WSG nicht gerecht werden. Die haben wirklich ansehnlichen Fußball geboten und auch Tore erzielt, die sich herzeigen lassen. Ja, und darum zeigen wir es her. David Eder für uns mit der Zusammenfassung. Mit ihrem höchsten Bundesligasieg lässt die WSG Tirol einen kraftlosen WRC im Regen stehen. In der ersten Hälfte die Tiroler, die klar bessere Mannschaft, in der 26. Minute mit dem Führungstor durch David Guganik. Es ist sein erstes in der Fußball-Bundesliga. Kurz darauf Dedic, der viel Zeit bekommt, Novak fälscht ab und dann Kelvin Jeboah mit dem 2:0. Für Jeboah das zweite Saisontor, Rinic mit dem Stellungsfehler. Ferdinand Feldhofer wechselt zur Pause gleich viermal und nach dem Seitenwechsel wird das Spiel seiner Mannschaft auch deutlich besser. Dejan Jovelic in der 66. Minute mit dem Anschlusstreffer. Der WRC hat weitere Möglichkeiten, aber dann der Eckstoß für die WSG und Tobias Anselm. Keine 2 Minuten auf dem Feld mit dem 3:1 für seine Mannschaft. Damit ist die Partie vorzeitig entschieden. In der Folge gibt es Rot für Luka Lochoschwili, weil er eine klare Tormöglichkeit für Kelvin Jeboah verhindert. In der Nachspielzeit dann noch die Draufgabe für die Wattener. Schneck mit seiner zweiten Torvorbereitung in diesem Spiel und Rennie Smith mit seinem ersten Bundesligator. Die WSG gewinnt mit 4:1 und der WRC muss sich sortieren für das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Feyenoord. Ja, die WSG, die präsentiert sich rund erneuert diese Saison. Was ist Thomas Silberberger da gelungen? Ja, das war im Sommer natürlich eine wirklich schwierige Situation. Und er hat junge Spieler geholt, das haben wir schon erwähnt. Und die schlagen plötzlich ein. Anselm hat jetzt ein Tor gemacht. Schneck, der bei anderen Vereinen auf dem Abstellgleis war. Rogelje, der plötzlich aufblüht. Fredriksen, dieser Däne, der Neuzugang, der wirklich auf der Seite Top-Leistungen bringt. Also insgesamt hat man ein gutes Auge auf junge Spieler geworfen, die dann auch verpflichten können. Das ist ja auch nicht so einfach. Mittlerweile sind ja junge Spieler, die vielversprechend sind, immer interessant für auch für größere Vereine. Daher, dass man denen die Plattform geboten hat, in der österreichischen Bundesliga sich zu zeigen, das dürfte eine wesentliche Motivation gewesen sein. Also unterm Strich, Trainer Silberberger hat wirklich Top-Arbeit geleistet und ich sage es noch einmal, es ist wirklich möglich, dass man unter den Top 6 bleiben wird. Aber das will er irgendwie gar nicht hören, der Thomas Silberberger. Unsere Kollegin Lisa Insam hat sich davon überzeugen können am Wochenende. Einige WRC-Akteure, die jetzt schon bei mir beim Interview waren, haben gesagt, die WSG ist einfach eine richtig gute Mannschaft heuer. Das kann man mit der vergangenen Saison nicht mehr vergleichen. Ehrt sie sowas? Hören sie sowas gerne? Oder ist es einfach Tatsache, dass man jetzt mitkämpft um einen Platz über dem Strich? Jetzt geht es schon wieder los mit dem Strich. Hör auf, da geht meine gute Laune gleich am Bach. Nein, ja, wir haben, glaube ich, vernünftig
vernünftige Lehren gezogen aus dem letzten Jahr. Ich kann mich da eh wiederholen. Aktuell macht sehr, sehr viel Spaß, der Mannschaft auch zuschauen. Es sind Spieler wie Beonek, Selic, die geben uns brutale Stabilität beim Hinterausspielen. Und das ist eigentlich der Faktor, damit du dann einmal ins vordere Drittel reinkommst, ohne dass du permanent die Jagd auf den zweiten Ball machen musst. Und das zeichnet uns heuer mit Sicherheit aus. Dann haben wir natürlich auch Speed mit Rieder und Rogl aktuell. Und vorne die zwei wissen mehr, dass sie Gefahr ausstrahlen. Und aktuell ist der Gesamtauftritt der gute. Die 20, 25 Minuten nach der Pause müssen wir analysieren, Kleber, weil da hat die Mannschaft Angst vor dem Gewinnen gehabt. Ja, also nicht, dass irgendwer glaubt, dass wir Fredl-Fantasten wären oder die Lisa vielleicht eine verkehrte Frage gestellt hätte. Die sind mit 4 Punkten in der Meistergruppe. Muss man doch als Ziel ausgeben, intern zumindest, wenn man es nach außen hin schon nicht sagen will. Das ist durchaus möglich, aber wie wir sehen, Torverhältnis zu null. Ich meine, man hat das die WSG jemals gehabt. Das ist überhaupt für sich schon ein Pluspunkt. Und trotzdem, das, auf dem reite ich immer wieder auch herum, weil er gesprochen hat, beide Stürmer vorne sind für Gefahr gut. Das unterstreiche ich bei Dedic, aber bei Yeboah, da ist so viel Arbeit zu tun. Also Gefahr ist. Er könnte noch mehr Tore machen. Zum Beispiel bei diesem Gegentreffer war er dafür verantwortlich, dass dieser kurz abgespielte Freistoß unterbunden wird. Also so ein Tor darf in 100 Jahren nicht passieren. Also da war Yeboah eine Gefahr für die eigene Mannschaft. Und was vorne betrifft, sobald er Nachdenken anfängt, wie muss ich jetzt das Tor machen, ist schon vorbei. Also bei dem ist so viel Arbeit zu investieren, dass er ein Großer wird. Puh. Ja, apropos groß, ein großer Gegner wartet in der kommenden Runde, nämlich Rapid. Thanos Petzos trifft auf seine Ex-Truppe, Thomas Silberberger auf eine Mannschaft, auf die er sich auch freuen wird. Und beide haben uns ihre Erwartungen einmal vorweg mitgeteilt. Ich habe öfter Spiele geguckt von Rapid. Also richtig dynamische Truppe, auch im Ballbesitz sehr gut, Tiefenläufe sehr gut. Auch jetzt mit dem Kara zum Beispiel noch mal ein anderes Element, wo du auch mal einen Ball halten kannst und nicht nur tief gehst. Von dem her eigentlich eine Mannschaft, die alles kann. Wird sehr interessantes Spiel und denke, dass wir auf jeden Fall besser auftreten werden wie das letzte Spiel. Rapid hat ja auch wieder am Donnerstag mit Molde das Entscheidungsspiel, am Mittwoch drauf gegen Red Bull den ÖFB Cup. Das sind mit Sicherheit zwei wichtigere Spiele für Rapid wie die WSG Tirol. Und mit einem couragierten Gesamtauftritt über 90 Minuten, so wie die ersten 45 Minuten, ist auch in Hütteldorf was möglich, weil der entscheidende Faktor für Rapid, die Zuschauer fallen ja definitiv weg. Also es ist was möglich, aber wir müssen uns clever darauf vorbereiten und dann so spielen wir heute, aber das über 90 Minuten. Ja, da rechnet sich einer aufgrund der Gesamtkonstellation schon wieder was aus. Zu Recht, nehme ich an. Ich muss hier einen Abstrich vornehmen. Aber okay. Keine ärztlichen, sondern einen sportlichen. Ich denke nicht, dass die fehlende Zuschauermasse in Hütteldorf jetzt der WSG hilft, weil Rapid ist ganz vorne dabei, auch ohne Zuschauer. Also das ist nicht der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment, den hat er erwähnt und den haben wir anhand von Petzos gesehen. Petzos funktioniert nur, wenn er keine Freigeisträume hat, sondern wenn klar die Aufgabe zugewiesen wird. Und ich denke, Thomas Silberberger muss allen einzelnen Spielern klar die Aufgabe zuweisen, die er zu tun hat in diesem Spiel gegen Rapid. Und deshalb hat er gesagt, das Gesamtpaket, aber nicht die Zuschauer. Ja, und Thanos Petzos, den hast du angesprochen. Thanos Petzos natürlich freut sich besonders auf seine Rückkehr nach Wien-West. Ja, ich muss sagen, wo ich hingekommen bin, das war ein sehr bescheidener Club, muss ich sagen. Ne? Also vom Geld war das nicht so, wie es jetzt ist, die letzten zwei, drei Jahre. Da waren junge Spieler, die hungrig waren, Sabitzer zum Beispiel, oder auch ein bisschen gestandenere, aber die auch noch am Anfang waren, relativ so ein Burgstaller oder Trimmel oder ein Beuth. Also da hat sie viele Spieler, die viel Potenzial haben und dementsprechend auch alles für den Verein gegeben haben. Und das war da noch nicht so mit diesem Medialen und Stadion hier und Marketing da. Also es ging eigentlich nur ums Fußballspielen und Gas geben und dementsprechend waren auch die drei Jahre, wo ich dort war, auch sehr, sehr erfolgreich. Also ich glaube, dreimal Zweiter geworden. Das zweite Jahr war ein bisschen schwieriger, weil wir da ein paar Abgänge auch hatten. Haben da ein bisschen gebraucht, aber haben es trotzdem geschafft, dann Zweiter zu werden.
Und das dritte, letzte Jahr 2016 war halt ja, mit das Coolste eigentlich, wo wir die Quali gegen Ajax geschafft haben, gegen Schachtar Donetsk leider ein bisschen ja, unglücklich dann das verpasst haben, in die Champions League zu kommen. Aber ich denke, dass das okay ist, dass man mit 5 Siegen aus 6 Spielen dann in die Endphase dann kommt. Thanas Petzos, ein Traditionalist, dem geht es ums Kicken. Das kann er jetzt in Tirol immer wieder Woche für Woche unter Beweis stellen. Ist Thema Abstieg erledigt für die WSG? Nein, Abstieg erledigt ist niemals bei unserem Modus. Wie wir wissen, dass nach 22 Runden es eine Punkteteilung gibt, dann ist dieser Vorsprung plötzlich nur mehr die Hälfte wert. Und wenn es dann vielleicht nicht so gut läuft, bist du plötzlich wieder hinten drin und dann kann eine in der Perspektive gute Saison plötzlich zu einer schlechten mutieren und man hat plötzlich die Angst vor dem Abstieg. Also, wird das passieren noch einmal bei der WSG, denkst du? Naja, eigentlich denke ich nicht, dass das passiert, weil diese jungen Spieler so erfrischend sind, dass sie mit diesem Szenario, das ich gerade an die Wand male, so düster, die haben das nicht im Kopf. Nein, die blicken nach vorne und bleiben optimistisch. Und wenn die auch noch beginnen zu treffen, nämlich jene, die viele Chancen haben und nicht getroffen haben, was ist dann noch drinnen? Naja, die Kragenweite ist dieser 6. Platz. Mehr wird es nicht. Europa kann sich die WSG nicht vorstellen. Nein, braucht sich nicht vorstellen. Nein. Riedl, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke auch an Sie fürs Dabeisein. Gerne nächste Woche wieder bei Dein Verein WSG Swarovski Tirol.